Guten Abend. Es ist wichtig und ich bitte jetzt alle Zuhörer um Hilfe und zwar um eine Hilfe, die sie auch leisten können. Ich möchte keine Kommentare haben, das ist eine Sauerei und so weiter und so fort, denn ich berichte über eine angenommene Geschichte. Und zwar, ich brauche also rechtliche Hilfe, Hilfe insofern, dass jemand sagt, ja, da könnte Rechtsanwalt Steinhöfel oder irgend sowas, das fiel mir zum Beispiel gerade ein, helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Worum geht es? Es geht letzten Endes um ein Familiengericht. Wir nehmen uns das mal so an. Und es geht um einen Elternstreit. Und wer entscheidet über die Corona-Impfung für Kinder? Das ist so das Oberthema. Ob das jetzt eine Sauerei ist oder sonst was, das wissen wir alle selber. Darum geht es nicht, sondern ich brauche da wirklich jemanden, der sagt, warte mal, da kenne ich jemanden, der könnte helfen und na und so weiter und so fort. Wie ich zu erreichen bin, weiß jeder auch schon mittlerweile, der sich darum bemüht hat. Meine E-Mail-Adresse ist auf jeden Fall immer zu finden. Ich habe Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission nicht umsonst eingegeben. Es gibt da solche Dinge und so weiter und aber auch einen Rechtsgrundsatz, und zwar Arten von Rechts- und Vorschriften. Ganz sicher, Empfehlungen sind nicht verbindlich. Aber warum? In diesem Artikel eines, also in diesem NDR-Artikel, Elternstreit, wer entscheidet über die Corona-Impfung für Kinder, der ist zwar vom 4.2.22, droht aber sehr aktuell zu sein und zu werden. Ich habe jetzt Husten, sage ich ganz bewusst dazu. Und zwar ist die Oberüberschrift, sind sich Eltern bei der Frage nach der Impfung ihres Kindes uneins, kann die Entscheidung auf den Elternteil übertragen werden, der sich an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO hält. Also hier, ich möchte den Artikel jetzt gar nicht erst vorlesen, aber wir nehmen mal Folgendes an. Der Vater sagt, jawohl, das finde ich richtig, diese Impfung für unsere Kinder. Die Mutter sagt, nein, um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht. Die Kinder können es noch gar nicht entscheiden, wissen wir auch. Da sagt dann das Gericht in diesem Fall, na ja, wenn der Vater, der sich ja an die Empfehlung der STIKO hält, dafür ist, ja, dann werden die Kinder dem Vater zugeschrieben. Jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, liebe Damen und Herren, sowas passiert kurz vor Weihnachten und die Kinder sind kurz vor Weihnachten weg, sind beim Vater und die Mutter sitzt alleine vorm Weihnachtsbaum, die Geschenke liegen noch unterm Baum. Stellen Sie sich das bloß mal vor. Wie muss es der Mutter gehen? Das ist ja eine angenommene Geschichte, ne? Ich habe hier auch im NDR dazu gefunden, da sagt eine Richterin, also sie, nicht sie, wir, sondern man verletzt. Also sie verletzen die Bindungsbedürfnisse der Kinder für eine gesunde Entwicklung, wenn sie einfach die Kinder irgendwo rausreißen. Oder sie sagt auch Kindeswohl, Doppelpunkt, Kinder lieben ihre Eltern immer. Also diese Frau Silke Lindberg ist Familienrichterin und in einem Interview erzählt sie dann auch, was sie für Entscheidungen treffen musste. Das war sehr interessant. Ich gehe mal auf diesen Artikel und jetzt kommen wir zu der ganzen Geschichte oder kommen der ganzen Geschichte immer näher. Eine Kollegin musste auch schon entscheiden, ob das Kind gegen Corona geimpft werden darf oder nicht. Ja, wie eben schon erzählt. Da ist die Sache für uns klar. Also für uns, für das Gericht, da wo diese Frau Lindberg ist. Wir gehen da nach der STIKO-Empfehlung. Und jetzt nehmen wir mal an, es gäbe noch einen Fall und tja, dann sitzt die Mutter alleine da und die Kinder sind beim Vater. Und das ist alles gar nicht gewollt von keinem, außer vom Vater. Und jetzt nochmal mein Aufruf. Ich bitte um Hilfe. Also, wer irgendwie rechtliche Hilfe, nicht jetzt irgendein zusammengelesenes Zeug oder wer jemanden kennt, der Rechtsanwalt ist und da ganz sichere Auskünfte geben kann, ob man gegen irgendwelche Verfügungen, die ein Gericht erlassen hat, dass die Kinder eben schon über Weihnachten nur noch beim Vater sind oder solche Sachen, ne? Wer da Hilfe geben kann, der möge sich bitte melden. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Es ist wirklich wichtig, weil man stelle sich das bloß, man stelle sich die Mutter vor, man stelle sich die Kinder vor und das über Weihnachten. Das wäre doch wirklich ein schlimmer Fall. Muss das so weit kommen oder wenn es so weit gekommen ist, wie auch immer, da brauchen wir Hilfe. Also, na dann, einen schönen Abend und ich freue mich auf Zuschriften. Und hier die Empfehlungen hier, ja,
Man kann es auch hier drunter schreiben, aber kein Rumgemecker. Das bringt uns im Moment alle nicht weiter und hilft vor allem in so einer dringenden Sache auch nicht. Gut, danke nochmal für die Aufmerksamkeit und für eventuelle Hilfe. Und alles Gute. Leute, ich sage diesmal, macht was, aber helft. So ist es gemeint. Ne? In diesem Fall helfen wir mal jemandem, der seine Kinder nicht gerne impfen lassen möchte. Na dann. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.